Ich muss ja mal gucken, wie viel Holz wir hier reingesteckt haben schon. So. Machen wir hier ein normales Dach eigentlich? War der Plan, ne? Wahrscheinlich müssen wir zuerst dieses Dach so rumziehen. Und dann damit anverbinden. Dann gehen wir hier irgendwie weiter. Und da kommt halt so ein Turm hin. Und dann so eine Farm. Ja. Der Plan hört sich gut an. Ob ich den gut umsetze? Keine Ahnung. Diese äußeren Sachen kann ich ja gleich noch setzen. Muss mal kurz gucken, ob das aussieht. Das ist Todesurteil, wenn ich jetzt hier runtergehe. Genau, das Ganze dann auch so nach außen und dann passt das. Ja, und dann nochmal hier nochmal zwei Dinger. Ja, doch, das geht. Da brauchen wir erstmal gleich Holz. Gehen wir erstmal wieder Bäume töten. Wieder ein paar natürliche Leben beenden. Eigentlich können wir verbrauchen. Na gut. Ah, ich brauche meine Werkbank. Die haben wir hier. Zwei Stück gleich. Jawohl, bei Effizienz 3 sehe ich uns. Und Haltbarkeit. Das ist sexy. Der baut jetzt richtig schnell ab, der Dude. Effizienz und Haltbarkeit ist eine verdammt gute Mischung. Gehen wir mal da. Ja, guck mal, der guckt einfach nur den Stamm an und weg ist das Holz. Also eine Geschwindigkeit, wie ich das sehen will. Produktivität, ganz gut. Von hier sieht aus, auch killer aus. Oder? Sieht killer aus von hier, ne? Und dann kommt da noch ein Turm und da kommt nochmal eine Erhöhung. Oh mein Gott. Ist das schon ein ganzes Schloss? Nee, ist das ein großes oder was? Boah, nee. Ein großes wollte ich jetzt nicht erwischen.
Obwohl, eigentlich kann mir das ja vollkommen egal sein. Dann kommt nicht nachher Papa Feuerzeug und rasiert euch. So, wie weit nach oben geht das? Geh weg! Da ist noch ein bisschen Holz. Ich hasse diese Riesenbäume. Holzer. Nein, ich habe wieder so einen Riesenbaum abgefangen. Ah, oh, Riesenbaum. Die sind auch riesig. Ja, komm, wir töten diese Riesenbäume einfach mal. Kann mir ja egal sein. Wir müssen ja sowieso mal die fällen. Aber nur auf das Thema zurückzukommen, warum ich wieder so wenig Zeit hatte im Aufnehmen. Alles Arbeit, ja. Also bei mir Gesundheit ist alles okay. Nicht, dass ihr euch da wieder anfangt, mir Sorgen zu machen. Mein Kopf geht's gut, meinem Herzen geht's gut, alles gut. Hallo, junge Dame. Stirb, Zombie! So. Da ist schon wieder so ein Unsichtbarkeitsding getrunken, ja. Aber ich muss sagen, bisher sieht unser Dach, was wir bisher gebaut haben, doch ziemlich gut aus. Also bisher habe ich noch keine große Skeptis. Skeptik heißt das ja, ne? Bei mir.
Also ich vertraue mir halt gerade selber. Ja. Interessiert mich noch nicht, was du sagst, gerade Windows. So, jetzt habe ich durch die Erde alles schön weggeschmissen, so wie ich das für einen Profi gehört. Aber kein Problem. Können die obersten Schichten dann mal hier hinsetzen? Ja, besauf du dich da unten. Als ob das zu hoch ist immer noch. Egal, kein Problem. So, einmal gucken, wie das aussieht. Da ist nicht der perfekte Übergang, aber können wir nachher machen oder irgendwann mal. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal machen. Die Seiten wieder weiter.
Die Seite habe ich eigentlich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Auch mit diesem Balkon hier. Das kann man so machen, oder? Ich finde schon. So, was wir sollen machen, aber hier mal eben einen Cut. Ich denke schon, dass wir hier mal einen Cut machen können. Wie lange geht denn die Aufnahme schon? 33 Minuten. Oh, billig. Naja, danke fürs Zuhören. Tschüss, euer Rogi. Bis dann. Ciao.